Mensch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Muck und ihr seid auf dem Kanal Muckmeld. Heute begrüße ich euch zu einem neuen Video, in dem ich euch zeige, wie ich mich auf Schulaufgaben und Ähnliches vorbereite. Also, viel Spaß! Ach ja, bevor ich es vergesse, heute habe ich auch diese Kamera dabei. Zuerst habe ich dieses Hausaufgabenheft. Das ist von Heft. Das habe ich von meinem Bruder bekommen. Ich habe eigentlich auch eins von meiner Schule, aber ich habe eben das bekommen und deshalb benutze ich das. Und da hinten, also hier oben, seht ihr vielleicht, sind hier so Klammern, da ist, was ich aufhabe. Und hier hinten ist der Kalender. Und da seht ihr schon, habe ich mir meine Ferien markiert. Ich wohne in Bayern und das sind die bayerischen Ferien, die ich hier markiert habe. Ja, ich bin jetzt in der 10. Klasse und deshalb schreibe ich auch hier meine Abschlussprüfungen. Und ja, falls ihr nicht wisst, was so Schulaufgaben und Exen sind. Schulaufgaben sind Tests, die angekündigt sind und Doppelzählen. Und Exen sind unangekündigte Tests, die einzeln zählen und unangekündigt sind, also plötzlich kommen. Und man kann aber halt so sich ausrechnen oder Lehrer sagen so, ja, lernt mal, gut. Und dann kann man schon denken, dass man vielleicht eine Ex schreibt, aber sicher ist man da nie. Und jetzt sind wir in dieser Woche, nächste Woche. Also ich schreibe nächste Woche Deutschschulaufgabe und Chemietest. Also das ist nochmal was anderes. Das ist einzeln gezählt, ist aber angekündigt. Also so wie eine Ex, nur angekündigt. Und das schreibe ich eben nächste Woche. Und dann habe ich Ferien. Wahrscheinlich seht ihr es erst, wenn ich Ferien habe. Egal. Und das schreibe ich alles hier rein immer. Welche Schulaufgaben ich habe. Und Exen, was ich so überlegt habe. Hier zum Beispiel habe ich reingeschrieben, dass ich glaube, dass wir da eine Bio-Ex schreiben. Und hier habe ich kein Sportreferat gehabt, sondern oben. Referate und alles schreibe ich hier rein. Auch einen Notenschluss habe ich reingeschrieben. Ja. Und damit ich mich dann nochmal genau auf die Woche konzentrieren kann, habe ich mir hier so einen Planer gebastelt. Das hier ist Tafelfolie und da oben steht halt Exen- und Schulaufgabenplaner. Und da schreibe ich mir dann immer alle Exen- und Schulaufgaben rein. Also hier stehen die Wochentage an der Seite. Hier unten ist noch so ein kleines Fach für die Kreide. Hier oben erste Woche und zweite Woche. Und das trage ich jetzt mal mit euch zusammen ein. Also wir können jetzt nur erste Woche eintragen, weil da habe ich ja, danach habe ich Ferien. Also schreiben wir jetzt mal am Dienstag die Deutschschulaufgabe rein und am Donnerstag den Chemietest. Und SA ist die Abkürzung für Schulaufgabe. Manchmal schreibe ich auch Schuli. Habe ich das hier reingeschrieben. Wenn ihr wollt, also wenn ihr das nachbasteln wollt, dann kann ich gerne mal an dir weiter zumachen. Dann stimmt mal hier oben ab, ob ihr das haben wollt oder nicht. Dann mache ich das gerne mal für euch. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Mathe-Schulaufgabe geplant habe, die ich geschrieben habe. Da sind die Wochentage und darunter, was ich zu üben habe. Also habe ich mir einfach so ein paar Aufgaben rausgesucht, die wir schon mal gerechnet haben. Habe nochmal gerechnet, damit ich die Lösungen dazu habe. Und meistens bleibt das dann nicht so, weil ich an manchen Tagen dann weniger Zeit habe. Und dann sieht das danach so aus. Habe ich immer ein paar Pfeile, wann ich dann doch was mache, weil ich da hatte ich halt keine Zeit. Und so sieht es dann meistens aus. Verschiebe ich immer ein paar Sachen. Aber das ist ja nicht schlimm, Hauptsache man macht was. Und so komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Denn für den restlichen Tag habe ich dieses schöne Teil. Das habe ich mal bei Nanunana gekauft. Und da schreibe ich meine To-Do-Listen drauf. Und da schreibe ich jetzt mal eine mit euch. Also oben schreibe ich immer To-Do hin. Jetzt zeige ich euch mal zwei Arten, wie ich die To-Do-Listen schreibe. Einfach unter die Wochentage, was ihr bis zu diesem Tag machen müsst. Und dann könnt ihr dahinter, wenn ihr es erledigt habt,
einfach wie bei einer normalen To-Do-Liste einen Haken setzen. Ich mache das zurzeit immer mit diesem pinken Stift, weil ich finde, das passt so gut zu diesen Linien, weil ich hoffe, ihr seht das, die sind auch pink. Und also dann macht ihr dann halt so einen Haken. Was ihr nicht geschafft habt, müsst ihr dann halt so auf den nächsten Tag verschieben. Entweder ihr macht einen Pfeil oder ihr schreibt es dann nochmal dahin, wie ihr wollt. Und die To-Do-Liste, die ich zurzeit aber eigentlich öfter benutze, die sieht so ähnlich. Also die ist einfach so eine ganz normale To-Do-Liste. Und so sieht dann eine To-Do-Liste aus, also entweder so oder so. Dann habe ich noch mein Handy. Also ich habe ein iPhone 4S und da ist der Kalender. Keine Ahnung, was ihr so für ein Handy habt und was da dann für ein Kalender drin ist. Ich habe diesen hier. Und da seht ihr, sind immer so Punkte drunter. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Und ja, wenn man da so drauf geht, dann steht da halt, was ich habe. Ich hatte da gestern ein Klavier. Und das finde ich sehr praktisch. Da trage ich mir nämlich immer alle Termine ein, die ich so wöchentlich habe zum Beispiel. Also jeden Freitag ist hier Klavier eingetragen. Da habe ich nämlich Klavierunterricht. Und das finde ich ganz praktisch, weil das erinnert mich dann dran. Und da habe ich eben die ganzen Termine drin, an die mich mein Handy erinnern muss. So, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Hier drüben findet ihr meine letzten Videos und hier irgendwo auf meinem Gesicht könnt ihr mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.